Gehen wir mal hier rein, Leute. Da war ich auf jeden Fall noch nicht. Okay, es passiert was. Ah, hi. Na? Lang nicht mehr gesehen, ne? Ja. Super, ne? Normal. Darf ich dich jetzt fangen und töten? Diesmal habe ich auch Doppelleber. Und ich habe meine Pugis geboostet. Du kannst mir gar nichts mehr, Alter. Geil. Das zieht ja wirklich nichts mehr ab. Lol. Ups. Ich bin wirklich stärker geworden, als ich dachte. Giratina ist verschwunden. Sorry. Bereite dich gut vor und versuche es erneut. Ja. Dieser Leistungssand hat echt was gebracht. Junge, du sollst einfach nur da rein, ja? Okay, man darf. Ey, wenn da. Das ist ja shiny locked, ne? Aber wenn das nicht shiny locked wäre, könnte man hier easy handen. Rein raus, rein raus, rein raus. Okay. Ich merke schon, eine Kraftattacke ist zu hart für dich, ja? Dann machen wir mal eine normale. Tut mir leid. Ich wusste ja nicht, dass du so eine Pussy geworden bist. Ja, fast wieder zu wenig jetzt. Machen wir mal noch eine ganz leichte. Komm, die Tänkste. Junge, verreck doch nicht immer! Seit wann bist denn du so... Leute, Giratina tankt nichts mehr. Ich bin zu krass geworden. Ich bin zu krass. Ups. Ich hätte einfach einen Ball werfen sollen. Warum, Nintendo, legt ihr das auf den gleichen Knopf, ihr Assis? Die Bäume wackeln nicht. Jo, der Leistungssand, der war so krass. Ich besiege jetzt aus Versehen Giratina immer. Ich bin zu stark für das Vieh. Ja, ich habe das vorhin gewonnen aus Versehen. Mach mal zwei Tempo, vielleicht lebt es ja dann noch. Weil normal und Tempo tankt es nicht. Ja komm, ein schaffst du noch. Gut, passt. Wir sind echt zu krass geworden. Gut, das war ein Crit, das zählt nicht. Der hüpft aber. Okay, juckt aber nicht.
Platinum-Kristall. Ah, damit kann man die Form ändern, ne? Nice. Ja, dann hätten wir das auch. Sehr schön. Wo der Professor dazu sagt. Geil, unnormal, sagt er. Dieses Dreckswetter, ne? Anscheinend erkannte Giratina, dass es dir nicht gewachsen ist und beschloss daraufhin, Hisui zu beschützen. Wollo will, dass wir es erforschen und im Pokédex registrieren. Bevor er verschwand, sagte er, dass wir ihn wohl nicht mehr wiedersehen werden. Ich glaube, er hatte sich sehr auf die Vervollständigung des Pokédex gefreut. Der ist einfach nur wahnsinnig geworden. Oh, ich habe einen Leistungsfels bekommen. Passt ja. Ja. Nice. Ja, schön. Vielleicht taucht er ja in irgendeinem anderen Spiel wieder auf, was mit Zeitreisen zu tun hat. Durch die Ultra-Pforte kann sowas ja ab und an mal passieren, hab ich gehört, ne? Und daher, ja, warum nicht? Da hat schon einer Shaman in Shiny. Manche Leute sind einfach zu krank. Ja. Vielleicht hat er das aber vorher mit dem Glitch schon gehandelt. Kann auch sein. Wer weiß, ne? Okay. So sieht es aus. Wesenscheu. Ne, mäßig. Mäßig. Wesenmäßig, Leute. Pock. Irgendwas passiert, Leute. Ich hab grad erfahren, was Wollo getan hat. Er ist es nicht wert, auch nur einen weiteren Gedanken an ihn zu verschwenden. Aber ist Kogita nicht mit dem verwandt? Das sind doch, so wie es aussieht, beides Vorfahren von Cynthia, ne? An ihm sieht man, was passiert, wenn man sich zu sehr in etwas hineinsteigert. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Erzähl mir lieber von dir. Wie läuft es denn mit deiner Erforschung der Pokémon? Ziemlich gut. Jeden Tag ein bisschen mehr. Verstehe. Hisui hält in Sachen Pokémon jedenfalls noch einige Überraschungen für dich bereit. Habe ich deine Neugierde geweckt? Von welchen Pokémon soll ich dir erzählen? Oh Gott, Boreos. Boreos ist ein Pokémon, das um die ganze Welt fliegt und dabei heftige Stürme erzeugt. Wenn im weißen Frostland ein Schneesturm wütet, könntest du ihm vielleicht begegnen. Ah, jetzt erfährt man, wo man die herkriegt. Voltolos. Ist ein Pokémon, das um die ganze Welt fliegt und dabei Blitze vom Himmel regnen lässt. Wenn es im Kobaltküstenland stark regnet, könntest du ihm begegnen. Demeteros ist ein Pokémon, das man auch den Herrn des Ackerbaus nennt. Man scheint ihn im Obsidian-Grasland begegnen zu können. Vielleicht gelingt es dir ja, es dort zu fangen. Oh, das taucht wohl einfach so auf. So, verstehe. Ich frage mich, ob ihr Erscheinen eine Reaktion auf den Riss im Raum-Zeitgefüge ist oder ob sie sich nur aus einer Laune heraus hier zeigen. Dass sie Stürme entfachen und Blitze vom Himmel regnen lassen, mag für dich so klingen, als wären diese Pokémon eine Plage. Doch für die Natur sind sie unerlässlich. Falls du noch mehr über sie erfahren möchtest, schlage ich vor, dass du sie selbst erforschst. Wenn du die Pokédex-Einträge von Demeteros, Boreos und Voltolos vervollständigt hast, dann schau bitte erneut bei mir vorbei. Dann kriegt man bestimmt den neuen Chin noch irgendwie. Okay. Neue Hauptquest, sage ich mal, oder? So.
Naja, guck dir mal das Gesicht von Wollo und von der an und von Cynthia. Das ist eine Ronny-Familie. So, willst du mir mal wieder eine Tasche groß machen? 80.000 will er jetzt schon. Alter, diese Preise. Das muss erstmal wieder reichen, Junge. Ich bin doch nicht das Finanzamt. Ja, ich hab doch kein Geld. Okay, dann heißt es als nächstes die Djinns fangen, ne? Da wirbelt was rum, Leute. Das könnte unser Mann sein. Schauen wir mal. Oh ja. Hä? Oh fuck. Wie funktioniert das? Wo? Verzerrung, als ob jetzt eine Verzerrung kommt. Ich weiß nicht, muss ich den erst betäuben? Wahrscheinlich. Ah, fuck. Das war dumm. Ich hätte einfach nur einen Ball werfen müssen. Oh Junge, der bringt mich um. Und ich brenne. Jetzt muss ich mich erstmal erholen. Krass. Lustig, die machen es einen gar nicht so einfach, ne? Fetzt, aber hat er irgendwie was. Kann er jetzt mal chillen, Junge? Ja, klar. Na, jetzt muss ich erst mal chillen. Mal One-Hit, Alter. Wird das auch hier oben besser? Ja, wird's. Erholung kickt. Jo. So. Hä, wo ist es denn hin? Ah ja. Und die anderen Pokis hier stören ja nur ein bisschen, ne? Jetzt! Okay. Was will denn der Uwe, ey? Level 70, oh oh. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Einfach Ball drauf und go, ne? Los, Hyperball! Leak! Ja, du bist mir scheißegal. Warum du hier mit rumstehst, versteht eh keiner.
Lol. Gleich mal einen Professor anquatschen, oder? Weiß nicht, ob der was dazu sagt. Wie sehr hast du ein Pokémon gefangen? Jo. Ein ganz besonderes. Und da muss ich jetzt aber den Dex auf 10 bringen, ja? Sonst wird das nicht. Okay. Dann schauen wir uns das gleich mal an. Raumzeitverzerrung war ja komischerweise auch da, aber die juckt gerade ehrlich gesagt nicht. Da ist eh immer nur Sneebel drin. Keine Ahnung. So. So sieht er aus. Wesen frech. Hoher Angriff, okay. Niedrige Spezialverteidigung. Ich glaube, das ist sogar ganz passend. Nice. Ja, dann werde ich mal gucken, dass das mit dem Dex-Eintrag hinhaut, ne? Dann fehlen ja noch die zwei anderen. Gut, Leute, auf geht's. Wo ist es? Da ist ein Apollo. Bin ich hier richtig? War das hier? Alter! Geht denn ab gerade? Mulai 91 Love. Dankeschön für 5 Monate Pog. Liebe Harry. Na, hier sind wir nicht ganz richtig, glaube ich, Leute. Einmal 4 Monate, einmal. Ne, 2x5 sehe ich gerade. Krass. Habt ihr euch abgesprochen? Stimmt. Das kann doch kein Zufall sein. So. So, hier ist Apollo, Nebulak. Da glitzert's auch. Hier ist es Elite, Leute. Weiß aber nicht, ob das ein festgeschriebenes Elite ist. Oder ob das Zufall ist. War wohl Zufall. Ja, okay. Gut, Leute, da ist es. Den wollen wir. Der ist aber schwer. Boah, Alter. Ich muss erst... Okay. Lass mich aufstehen. Ich muss erstmal den loswerden. Weil wenn der hier auch noch rumhampelt, da kann ich nichts machen. Ja, das ist zu stressig. Attacke. Noch so ein Assi. Gut, den zünden wir auch an. Je mehr weg sind, umso... Naja, umso weniger Probleme, ne? Wird der eigentlich auch mal müde oder wie ist das? Da, oder spammt der einfach die ganze Zeit?
Oh Junge. Wie viele denn noch? Tschüss. Alter. Wie der aber auch immer in andere Pokis rennt. Wow. Bin wieder eingefroren. Ja, wir kommen hier an den ran. Ich muss mich erstmal heilen. Er sieht mich jetzt schon wieder. Oh, Junge, ey. Warum heile ich mich nicht? Jetzt. Okay. Oh, Junge. Absolut räudig. Da war der erste auch so schwer. Ich kann mich nicht erinnern. Sehr widerlich. Hätte ich ihn jetzt angreifen können? Okay, einfach reinfliegen. Geh weg. Wie blockt er das? Jetzt. Okay. Jo. Das ist effektiv auf mich. Nein.
Du Sau. Na gut. Kriegst halt einen Eisstrahl in die Fresse. Easy. Beziehungsweise Eishieb. Denke mal, ich habe Eisstrahl, dabei habe ich Eishieb. Ja, das war gut. Shiny Nummer 4 heute. Was hast denn schon alles? Oh, er wird wütend. Pass auf, Bamelin. Ich hab gesagt, pass auf. Ja, wir können jetzt nur noch Bälle werfen, ne? Aber der wird schon drin bleiben. So. Rollen! Nice, wir haben ihn. Prokos. Nummer 2. Sehr schön. Dann schauen wir uns den mal an und dann nehmen wir den gleich mit. Für den Dex-Eintrag. Du musst die Viecher ja auf 10 kriegen. Genau. Sonst wird das nix. Bericht. So, wir haben Wesen Scheu. Ja, ist okay. Machen wir das so. Gut, dann baller ich ihn mal auf 10, ne? So, was geht denn hier ab? Irgendwas sieht mich schon wieder. Rüpp. Da müssen wir hin. Ich hab Angst. Junge, wie schnell der ist. Hat der irgendwie... Bei dem kickt's doch rein, Leute. Bei dem kickt's richtig rein. Ja. Was soll ich tun? Ich bin ja immer gleich tot. Du Sack, Alter. Jetzt wieder chillen da oben, ne? Beziehungsweise da unten. Der Koda fängt alles weg. Wie viele Shinies hat er denn? Die sollen mal die Shiny-Seite aktualisieren, wo ich immer meine Shinies eintrage. Da gibt's nämlich die neuen noch gar nicht. Ja, die sind da noch gar nicht mit dabei. Das ist irgendwie doof. Jo. Ich kann die gar nicht abhaken. Die existieren auf der Liste noch gar nicht. So, wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Mann, ich verliere den Pisser immer. Guckt mal einmal weg und schon. Ah, da. Kamera, warum dreht die sich immer so?
Junge, der, bei dem kickt's doch einfach nur. Der blockt aber auch alles. Ah, ich bin voll reingefahren, scheiße. Nein, 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 nein. Oh Mann. Ja, ja. Cool. Junge! Der ist ja ekelhaft. Der ist ja ekelhaft. Der ist ekelhaft. Hab schon gesagt, dass er ekelhaft ist. Hab dich. Genau in dem Moment, wo ich einen Ball werfen wollte, also mein Poki, hing die Katze zwischen meinen Beinen. Das hat mich leicht abgelenkt. Ah, okay. Morgen ist der Chef wo nicht da. Ja, moin. Morgen bin ich 7 Jahre Streamer, Pete. Morgen mache ich wieder einen langen Stream. Ich weiß zwar noch nicht, wann ich anfange, aber... wird bestimmt cool. Ja, ne? So, Level 70. Ja, Level passt ja eigentlich, ne? Ist okay. Ich will noch nicht zu viel Schaden machen. Das könnte reichen. Ich würde sagen, wir probieren das mal. Mit einem Hyperball. Go! Na, er hüpft. Wir könnten noch eine Hypnose reintreschen. Ja, komm, das machen wir mal noch. Ich muss nur treffen. So. Hm, 91 KP, das ist ein Zeichen. Nehme ich. Lieb. Was? Okay. Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Okay. Immer die Bonzen-Legis, aber. So, jetzt bist du rot, jetzt muss es aber passen. Ja, mehr abziehen kann ich nicht. Und du schläfst, beziehungsweise bist müde. In dem Spiel ist man ja nur müde. Einfach neuer Status. Das ist nicht mehr schlafen, sondern Netflix. Gut, ich hab's. Leute. Geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann müssen wir den jetzt auch noch auf Dex Level 10 machen, ja.
damit das weitergeht. Wir sind scheu. Okay. Warum nicht? Gut. Passt. Machen wir das mal. So, da wären wir. Die macht sich's aber gemütlich hier, hä? Jetzt. Da bist du ja. Du hast es also geschafft, die drei zu fangen. Bemerkenswert. Normalerweise sehe ich sie lieber frei und ungebunden durch die Lüfte sausen. Aber seit sich der Riss im Raumzeitgefüge aufgetan hat, ist es wohl das Beste, sie eine Weile bei dir zu haben. Zumindest bis der Riss und seine Folgen vom Tisch sind. Was gibt da etwas, das ich dir offenbaren muss? Was denn? Es gibt noch eins von ihnen. Komm! Alter, die Fresse. Ah. Okay. Cupidos wird auch Bote des Frühlings genannt. Es führt zwar nicht zum Schilde, aber wenn du diesen Pokédex vervollständigen möchtest, kommst du nicht drum rum, es zu fangen. Du solltest ihm im roten Sumpfland begegnen können. Er steht doch da. Ja gut, jetzt nicht mehr. Ja, als ob. Warum war der überhaupt hier, wenn er jetzt abhaut? Ah, dieses Spiel. RIP. Oh, dann wollen wir mal. Auf geht's, da hinten ist der Ficker. Den brauche ich noch. Ja, so nicht, ne? Du stehst scheiße da. Ja, da ist schon besser. Ach, ich habe gar keine Bälle mehr. Nein. Oh, cool. Ah, endlich. Sugoi. Okay. Ah, was hat der für ein Typ? Flug. Ah, Flug. Ja. Okay. Flug. Fee. Okay. Hypnus. Ja, ich gehe gerne Bahnhof. Wow, Alter, Scheiße. Fast umgebracht. Ja, cool. Ja. Das war knapp. Flugliebe, Harry. Ja, merk schon. Ja, geht doch, ey. Sehr schön. Oh, und Tempotechnik gesehen. Yay! Das wollten wir jetzt alle wissen. Ja, Pock. Uiuiui. Weil ich hasse ja diese Vögel, ne? Und dann ist es so anstrengend, die zu kriegen. Dabei will ich die nicht mal. Okay.
Wir haben's trotzdem bekommen. Wo ist der Kleine denn? Da. Also hübsch ist jetzt, glaube ich, anders, aber naja, ne? Man will sich ja nicht beschweren. Wesenssanft, okay. Gut, passt. Dann mache ich da mal auch noch das Dex-Level hoch, ne?